Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Stalker Shadow of Chernobyl. In der letzten Folge haben wir uns dazu entschieden, dass wir zu den Banditen wollen, um da ein bisschen was zu bekommen. Also in der Hoffnung, da etwas zu bekommen. Da hinten stehen ein paar Banditen, aber ganz ehrlich, ich bin gerade nicht in der Stimmung, irgendwie sinnlos Munition zu verschwenden. Und das würde ich halt machen, indem ich einfach auf die Banditen jetzt losgehen würde. Ganz schön verstrahltes Gebiet hier. Ziemlich verstrahlt. So, ab ins nächste Gebiet. Und hier kommt wieder ein kleiner Schnitt. So, da sind wir. Im dunklen Tal. Rede, du elender Hurensohn. Sonst kannst du dein Hirn von der Wand hinter dir abkratzen. Bitte töte mich nicht, bitte! Da ist gar keine Wand. Der wurde in die verlassene Fabrik gebracht. Mehr weiß ich nicht, das schwöre ich. Okay, Abschaum. Du darfst weiterleben. Aber komm mir nie wieder unter die Augen. Hey, Mann, komm hierher. Ich bin ein bisschen kälter, was das angeht. Mir nach. Ich kenne einen guten Platz für einen Hinterhalt. Ich bin dir dankbar für deine Hilfe. Die Wächter begleichen ihre Schuld. Okay, werde ich machen. Bullet. Ja, okay, Kugel. wieso ich ihn erledigt habe? Ich wollte wissen, ob er Loot hat. Es ist ein Bandit und sagen wir es so, ich bin gegenüber Banditen nicht so gut zu sprechen. Ich meine, sie schießen direkt auf mich, ohne dass ich überhaupt was getan habe. Ich meine, gut, ich habe sie auch danach erschossen. Aber halt erst danach, nicht davor, wo sie schon auf mich geschossen haben. Hier ist eine Anomalie. Okay, das war leicht, zu dem Versteck zu kommen. Und wir wollen die Elektroanomalie anscheinend mal nicht aus... führen? Nee. Aus. Ich komme nicht drauf. Auslösen. Auslösen war das Wort. Genau. Wieso tue ich mich so schwer? Einfach auslösen zu sagen. Ganz einfach. Es ist schon... Weiß Gott, wie spät. Beziehungsweise wie früh. Es ist nämlich mittlerweile irgendwie... wie heißt es? Donnerstag. Um, glaub, 2 mittlerweile. Also, 2 Uhr morgens. Natürlich, was sonst? Mal eben gucken... Okay, okay, es stimmt so. Oh, diese Mission. Das heißt jetzt im Prinzip warten, denn da hinten irgendwo scheint gerade ein Wächter-Typi eskortiert zu werden von ein paar Banditen. Und die sollen wir halt dann erledigen. Ich hatte mich gerade gewundert, weil ich auf dem einen Ohr Stille hatte und auf dem anderen halt von da irgendeinen Sound. Ja, ich sollte hier nochmal speichern, weil würde ich nicht beide töten? Oder nicht? Ja doch, würde ich nicht beide töten, dann kriege ich keine Belohnung. Und das stört mich ein bisschen, denn ich will die Belohnung. Gut. Danke, Freund. Und ich dachte schon, das wär's mit mir. Das haben wir diesem Stalker zu verdanken. Er hat mir geholfen. Danke, Bruder. Komm her, unterhalten wir uns. Okay, wir unterhalten uns. Danke, Bruder. Hast meinen Kumpel hier rausgeholt. Hier, nimm das. Es kommt vom Grunde meines Herzens. Oh. Ich schätze, du kennst diese Gegend hier gut. Was gibt es hier denn Interessantes? Im Norden ist ein Banditenlager, im Osten eine alte Fabrik, im Südwesten eine verlassene Schweinezucht und dahinter ist eine Art Tor. Was sich da genau befindet, kann ich nicht sagen. Bin nie so weit gewesen. Danke für die Information. Ihr zwei seid alleine losgezogen? Da war noch ein anderer Typ, Seräger. Ich weiß nicht, er ist verschwunden und ich habe nichts mehr von ihm gehört. Die Bande wird ihn wohl erledigt haben. Pass auf dich auf. Was willst du noch? Banditen, diese Hurensöhne wollten mich zur alten Fabrik bringen. Ich weiß nicht, was sie dort mit mir anstellen wollten. Aber vorher haben sie schon einen anderen Typen da hineingebracht. Und ich habe ihn nicht wiedergesehen.
Sie haben noch einen von uns, der Reger. Sie halten ihn im Keller fest, in diesem großen Gebäude dort, ein riesiges, noch nicht fertiges Gebäude. Kannst du ihm helfen? Ansonsten werden sie, du weißt schon. Ich werde versuchen, dem Mann zu helfen. Okay. Aber, um da ordentlich reinzukommen, wollen wir ans Lager schleichen. Das heißt, Schalldämpfer ausgepackt. Und hinten ins... Wie heißt das? In der Droh. Versuchen einzusteigen, weil davon wurde irgendwie geredet in den Mission-Details, dass hier ein Rohr sein soll. Ich meine, letzten Endes macht es keinen Unterschied, ob ich jetzt hier hinten einsteige oder ob ich weiter vorne einsteige, weil letzten Endes ist es eine Riesenschießerei hier gleich. Und dementsprechend könnte ich auch gleich diese Waffe hier rausnehmen. Aber, naja, mal schauen. Wir können ja aktuell wirklich mal versuchen, still vorzugehen. Obwohl das, soweit ich weiß, nur in Lost Alpha ziemlich gut vorgeht. Oder möglich ist. Hier in dem Urstalker hast du nicht so... Nee, okay. Du hast hier nicht mal eine Möglichkeit hochzukommen. Hier hast du halt einfach nicht die Möglichkeit, ordentlich still vorzugehen. Denke ich. Ist das Burrow, ne? Ne, gefangener Wächter. Das Burrow. Ich meine, die werden auch mit Sichtkontakt auf uns schießen. Das ist ein Fakt. Da kann ich genauso gut meine andere Waffe ziehen. Я, блядь, с зоны пришел, устал, а он Куро меня отправил патрулировать лагерь. Да кто рискнет сюда пробраться? Не. Короче, пойду-ка я лучше посплю. Нахрена мне тут торчать? Interessant, mit wem da redet. Die gucken sich nicht mal an. Ich meine, die haben sich wirklich nicht mal angeschaut. Aber hey, wir haben schon mal einen erledigt. Das ist doch mal was. Das kann man aktuell sogar als kleinen Erfolg sehen, dass wir schon einen unbemerkt, beziehungsweise unbemerkt, ja. Wir sind nicht bemerkt worden, aber die Tatsache, dass er gestorben ist, wurde bemerkt. Aber das haben wir halt schon erreicht, dass er halt gestorben ist. Was ja auch nicht schwer ist, ich meine, wir müssen lediglich zielen und peng. Und schon ist er tot. So, da oben ist genauso... Ah, da sind mehrere. Verdammt. Okay, ich wurde bemerkt. Das war's dann. Also, nee, es war's nicht, aber es war's dann... What the fuck machst du da hinten? Komm runter da. Das war's dann mit dem Versteckspiel, meine ich. Ah, du bist tot, okay. Okay, das entwickelt sich jetzt zu einer riesigen Schießerei.
Und wenn ich riesig meine, sage, dann meine ich auch riesig. Kollege, ich hab dir gerade die Haut gerettet. Ah! Okay. Vergiss, was ich sagte. Wenn du so dämlich bist und einfach irgendwie weiterläufst. Was liegt denn da? Ein Tropfen. Ja, wenn du so dämlich bist und einfach weiterläufst, ja, dann selber schuld. Tut mir leid, aber ich habe versucht, dich zu retten. Aber wenn du wirklich so dämlich bist und einfach weiterläufst, dann selber schuld. Die merken aktuell wirklich nicht, dass ich da bin. Kann das sein? Also, es erscheint mir so, als wüssten die nicht, dass ich da bin. Obwohl ich ja nicht gerade leise bin. Was mich aktuell aber auch dann ziemlich überrascht. Weil es zeigt ja dann, wie viel Mitgefühl sie für ihre Mitstreiter so haben. Da hinten ist doch einer gerannt. Nee, das war ein Schatten. Okay. Nehme ich gar keins. Okay. Irgendwie. Ich traue der Sache nicht. Weil selbst wenn sie angeschossen werden, das interessiert die nicht. Es war ein Wächter. Die sind doch einfach nur Vollidioten. Gib her. Da ist aktuell keiner reingefallen. Der hat noch ein Versteck für mich. Da hinten haben wir ein Versteck, okay. Let's loot. Oh, komm schon, lass mich hier raus. Und lass mich was gegen die Strahlung nehmen, danke. Was ist das für eine Waffe? Die ist wesentlich genauer, aber benutzt andere Munition. Was aber auch irgendwie klar war, weil die guten Waffen benutzen natürlich die großen Munitionskaliber. Ach ja, Stalker. Schönes Spiel. Was haben wir hier? Ist auch schön, wir haben da reingeguckt, nichts. Wir haben die Versteckkoordinaten gefunden. Oh, da ist ja was drin. Ich habe nicht mal irgendwelche PDA-Einträge, dass hier irgendwer sein sollte. Das finde ich jetzt aktuell ziemlich unheimlich, dass hier keiner sein soll. Ah, doch, jetzt. Ja, ich komm schon. Keine Sorge. Ich finde es zwar immer noch ziemlich eigenartig, dass wir hier so einfach reinspazieren können. Aber hey, ich will mich nicht beschweren, ne? Das dachte ich mir. Wir speichern mal zwischen. Und beenden hier die Folge, denn wir sind schon wieder bei unserem beim Ende der Folge angelangt. Mein Gott, wie lange habe ich gebraucht, um diesen Satz jetzt zu beenden? Egal. In der nächsten Folge werden wir hier mal die... What the fuck? Werden wir das Ganze hier mal säubern?
Was zur Hölle? Okay. Wir werden versuchen, das zu säubern.